Ich bedanke mich sehr für die Einladung. Der Gipfel ist noch im Gange. Wir haben sehr eingehend die Arbeitsmarktlage analysiert, waren uns sehr einig über die Analyse. Die Entwicklung ist die letzten Wochen durchaus positiv, besser als erwartet, aber wir waren uns auch einig, dass es noch viel zu tun gibt. Wir kommen jetzt schon langsam aus der akuten Phase der Pandemie heraus in eine Phase des Aufschwungs. Da gibt es kurzfristige Anpassungsprobleme. Man sieht das natürlich an der Tatsache, dass es auf der einen Seite noch Schwierigkeiten gibt, Kurzarbeit und auch noch eine höhere Arbeitslosigkeit als in sehr, sehr guten Zeiten. Gleichzeitig aber auch den Mangel an Arbeitskräften. Man kennt ja die Berichte. Also wir werden jetzt in einer Phase des Übergangs versuchen, den Arbeitsmarkt so gut es geht wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Da gab es die große Bereitschaft, gemeinsam mit den Sozialpartnern daran zu arbeiten, und bestehende Maßnahmen wurden natürlich auch bewertet, wie zum Beispiel die Corona-Job-Offensive oder das geplante Programm Sprungbrett, und auch positiv bewertet, aber auch die Bereitschaft von allen, über neue Maßnahmen, wenn nötig, nachzudenken. Gleichzeitig gibt es natürlich auch die Bereitschaft, und das ist der entscheidende Punkt, die Phase nach dieser Übergangsphase in eine permanente Phase des hoffentlich langen Aufschwungs mit dem Ziel, möglichst viel Beschäftigung zu schaffen, möglichst gute Jobs zu schaffen und den Fachkräftemangel, der sich aufgrund der Demografie mittelfristig ergeben wird, so gut es geht, mit Maßnahmen zu bekämpfen. Das sind die zentralen Herausforderungen aus meiner Sicht für die nächsten Monate und die nächsten Jahre, und alle waren sich einig, dass die nur gemeinsam Bundesregierung mit den Sozialpartnern und allen Stakeholdern zu bewältigen sind. Bitte? Fink. Der Fachkräftemangel, das ist ja das Thema bei der Wirtschaftskammer jetzt vor allem, das Sie auf die Agenda gesetzt haben. Sie haben gesagt, es wird diskutiert über Maßnahmen, falls das notwendig sein sollte, aber sind da konkrete Dinge jetzt schon geplant, was den Fachkräftemangel betrifft? Es wurde auch diskutiert, Fachkräfteagentur im Wirtschaftsministerium, braucht man sowas, braucht man hier neue Maßnahmen? Ja, vielen Dank. Also wir haben natürlich über einzelne Maßnahmen schon auch davor gesprochen. Für uns im Moment ist die wichtigste Maßnahme die Corona-Job-Offensive mit 77.000 Personen, die jetzt schon seit dem Herbst letzten Jahres in Ausbildung, in Weiterbildung, in Fortbildung sind. Wir haben noch weiteres Geld für dieses und nächstes Jahr. Und da gibt es eine Reihe von Stiftungen, die existieren. Es wird natürlich angesprochen, auch die Tatsache, dass wir im Bereich von Green Jobs, also im Bereich der Investitionen in den Klimawandel oder gegen den Klimawandel, um besser das auszudrücken, dass es da weitere Maßnahmen braucht. Wir werden es auf jeden Fall brauchen, eine bessere Planung des Fachkräftebedarfs zu haben und uns auf den Fachkräftebedarf der Zukunft vorzubereiten. Und ich glaube, da gibt es unterschiedliche Aspekte. Pflege ist ein Aspekt, Gesundheitsberufe, wo wir sehr gut aufgestellt sind durch die Corona-Job-Offensive und es viele Maßnahmen auch auf Länderebene gibt. Aber es gibt auch Herausforderungen, die mittelfristig eben Klimawandel, Digitalisierung uns weitere Maßnahmen erfordern werden. Und wir haben jetzt noch über keine konkreten Maßnahmen gesprochen, aber es gibt einige Ideen und das wird sich in den nächsten Wochen dann konkretisieren aus meiner Sicht. Ja, ich hätte noch eine Frage, und zwar, es laufen ja einerseits die Stundungen aus und auch das Kurzarbeitsmodell. Könnten Sie mir da vielleicht ein paar Details nennen, wie sich das mit dem Kurzarbeitsmodell, wie wird das jetzt wirklich auslaufen, in welchen Bereichen wird es noch weiter Kurzarbeit geben und in welchen wird es definitiv aus sein? Und was mich auch noch interessiert beim Arbeitslosengeld, bleibt es dabei, dass das jetzt stufenweise runtergehen soll? Ich fange vielleicht mit der Kurzarbeit an. Die Kurzarbeit war heute nur am Rande ein Thema, weil es morgen ein Treffen mit den Sozialpartnern gibt, zu dem wir als Arbeitsministerium eingeladen haben. Es liegt ein Vorschlag auf dem Tisch, wie wir mit der Kurzarbeit weiter vorangehen wollen. Wir werden morgen über die Details sprechen. Wir sind, glaube ich, schon sehr weit. Es war ein sehr intensiver Prozess, weil es nicht jetzt um die Balance geht, die Kurzarbeit für die Betriebe, die sie noch brauchen, auch weiter bereitzustellen, gleichzeitig langsam aus der Kurzarbeit konjunkturgerecht auszuprobieren.
auszusteigen, um eben den Aufschwung nicht zu behindern. Diese Balance müssen wir hinbekommen. Ich glaube, wir sind da schon relativ weit. Wie gesagt, war heute kein Thema, wird morgen ein Thema sein. Zweiter Punkt, Arbeitslosengeld und die Organisation des Arbeitsmarktes. Da glaube ich, ist die einhellige Meinung, dass es einen breiten Diskussionsprozess braucht. Wenn jetzt sich die Arbeitsmarktlage in den nächsten Wochen und Monaten wieder normalisiert nach der Corona-Krise und diesen breiten Diskussionsprozess, glaube ich, müssen wir auch führen. Da geht es nicht nur um einzelne Vorschläge, wie hoch das Arbeitslosengeld sein sollte. Es gibt ja viele Vorschläge. Da geht es auch um die Frage der Zuverdienstmöglichkeiten. Da geht es um das Gesamtsystem. Und auch da war man sich einig, dass das eine Aufgabe für die nächsten Monate ist, aber nicht zu erledigen ist in einem so kurzen Gespräch, das wir heute hatten. Die Stundungen wären da gewesen. Entschuldigung, zu den Stundungen kann ich jetzt nicht sagen, weil das betrifft den Finanzminister. Da hat er am Wochenende auch ausführlich, glaube ich, dazu Stellung genommen. Ich hätte noch eine Frage zur Kurzarbeit. Soll es morgen schon eine Einigung geben? Und welche Laufzeit wird für die Corona-Kurzarbeitsphase 5 angestrebt? Das Ziel ist, morgen eine Einigung herbeizuführen. Ich kann natürlich dem Gespräch nicht vorgreifen, aber es, glaube ich, wäre gut und in unserem Interesse, wenn es möglichst bald Planungssicherheit für die Unternehmen und für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gibt. Und der Zeitraum, wie lang das gelten sollte, hängt natürlich von den Parametern ab. Wir haben, glaube ich, ein paar ganz gute Vorschläge vorgelegt, wie man genug Planungssicherheit gibt und genug lange Planungssicherheit gibt für die Betriebe, die noch stärker betroffen sind, die dies nicht mehr so stark brauchen. Da wollen wir näher an die Kurzarbeit, an das Kurzarbeitsmodell von vor Corona zurückkommen.